Bucky Barnes alias Sebastian Stan als junger Donald Trump, The Apprentice, der am 20. Zürich Filmfestival Premiere feierte, macht es möglich. Das Biopic befasst sich mit dem Aufstieg des ehemaligen US-Präsidenten, der im New York der 70er und 80er Jahre sein Immobilienimperium aufbaut. Zweite Regel: Gib nichts zu, streite alles ab. So etwas gab es noch nie in dieser Größenordnung, dieser Qualität. Da hinten gibt es sogar Käsebällchen. Was machst du da? Willst du so eins? Nein, die sehen absolut ekelhaft aus. Käsebällchen. So setzt sich The Apprentice mit Themen wie Macht, Ehrgeiz, Korruption und Betrug auseinander. Ein Film, der Trump ins Hinterzimmer skrupelloser Politik und die grenzenlose Gier der New Yorker Immobiliengeschäfte führt, hervorragend gedreht von The Last of Us-Regisseur Ali Abbasi. Einmal im Knast, sei mein Gast.